Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Ja, mit unserem neuen Outfit endlich haben wir auch mal den Sheep-Squatch-Kopf. Und darum habe ich das überhaupt damals gemacht mit dem Sheep-Squatch? Und was haben wir bekommen als Belohnung? Gar nichts. Da war gar nichts als Belohnung, da war nicht mal eine Belohnung. Aber da waren auch ziemlich viele, das war so ganz am Anfang, als das gerade rauskam. Der DLC mit dem Sheep-Squatch. Ja, so rennen wir natürlich nicht rum. Unsere Lucrezia hat natürlich auch ein Gesicht, aber ich wollte das als Trophäe und als Beweis dafür, dass wir das gemacht haben, behalten. Und da haben wir es endlich in der letzten Folge bekommen. Von einem freundlichen Händler zu einem, wie ich finde, fairen Preis. Doch, war ein guter Preis. Ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube nur 50 oder so. Das fand ich echt okay. Ach so. Übrigens interessiert mich noch eine andere Sache. Ich glaube, der Händler war direkt auch da. Hier war das nämlich. Bei den sollten wir uns mal merken. Steeler? Aber das kann doch nicht sein, oder? Nee, das war der nicht. Der ist schon weg. Das kann der hier. Seriwalk war das. Ja. Oder? Heißt der so? Seriwalk. Ja, ich glaube, der war das. Ja, mit nur einer Waffe. Ja. Der andere, genau, das war die Vampir. Den Vampirhaken hat er gehabt, glaube ich. Kleidung. Schrott, sonstiges, Baupläne, 9. Ja, der war das. Seriwalk. Sollten wir uns auf jeden Fall merken, wenn er mal wieder da ist, müssen wir da mal wieder reingucken. Der hier, Steeler, das war der aber auch nicht. Ja, der ist schon weg, der hier war. Der war super teuer, wie ich finde. So, wir müssen gar nicht hier rauf. Wir müssen an der Bahn vorbei, den Gleisen entlang immer. Dann kommen wir da schon hin, wo wir hinwollen. Ich wollte nur mal gucken, ob das geht. Das geht. Mit den Lichtzeichen. Aber das ist der Moment. Was hat denn der hier noch? Was ist denn das? Verkaufsautomat. Ach so. Das ist ein anderer als der drin. Ja, das wird wahrscheinlich nur draußen sein. Wir waren beim... Oder? Tja, bevor uns irgendwas entgeht. Nö, das ist der gleiche. Ausweider hört sich ja auch prima an. Wieder gewonnene Untertagebaumaske, ja. Okay, wir lassen's. Aber krass auch, wie viele Koffer da rumliegen und so. Das ist richtig schön gemacht auch. So viele Betten und Koffer und verschiedene auch noch. Und das sieht so aus, als würde es wirklich hierher gehören. Das sieht aus wie... Ah, die Fenster machen auch viel aus. Das sieht aus wie eine Bahnhofsstation. Hätte ich jetzt... Es sieht echt aus. Ich bin begeistert. Davon hätten wir ein Video machen sollen. Ach, haben wir ja. Ja. Dank YouTube ein unvergessliches Erlebnis für jedermann und Frau, die da mitgucken, reingucken wollen mal. Oh, halt, Moment mal. Omega Red, du sagtest, hier gibt es Roboter auf der Bahnstrecke. Aber das schaffen wir doch, oder? Naja, ich hoffe. Keine Roboter, aber ich sehe da, glaube ich, das Monster von Grafton und Ghoule. Nö. Das Monster von Grafton hat sich als normaler Zug oder sowas entpuppt. Oh, Backe. Nicht gut. Wir gehen lieber außen rum.
so weit wie möglich außenrum. Hui. Da rennt immer noch irgendwas rum. Das sieht aber merkwürdig aus, was auch immer das ist. Es wird aber kein Wendigo sein, oder? Nee, das sind Ghule. Richtig üble Ghule. Warum müssen uns alle immer anfassen, hä? Was soll denn das? Schnell hier rauf. Denn springen sie nicht so gerne. Oh, raufklettern scheinbar aber auch nicht so gerne. Finde ich nicht so prickelnd, dass die immer unsere Rüstung kaputt machen. Haben wir nicht früher irgendwann mal gesagt, so, wir lassen die Rüstung jetzt einfach kaputt, dürfen sie nur nicht mehr ausziehen, damit wir die nicht andauernd reparieren müssen? Denn wenn sie kaputt ist, dann tut die ja immer noch ihren legendären Dienst. Ja, ich meine, mir war so, wir hätten sowas mal gemacht irgendwann. Sind wir denn überhaupt noch auf der richtigen Fährte? Mir kommt's so vor, als hätte sich das Ding geteilt. Nein, das ist der richtige Weg. Oder ein richtiger Weg. Oh, gleich macht's wieder Pung. Peng, meine ich. Pung. Ping. Ah, hier sind wir aber letztens besser durchgekommen. Ich sehe nicht mal die Minen. Ich weiß ja, dass da Minen sind in Fallout 4 und normalerweise in Fallout immer kann man die ja entschärfen, aber ich habe hier nicht mal welche gesehen. Und ich habe da, einmal habe ich schon aufgepasst, aber dann waren wir am Schleichen und sind wir auf 3? Ja. Und das hat auch nichts gebracht. Ich hab nichts gesehen. Die muss man aber doch sehen. Ja, die wird man auch sehen bestimmt. Haben wir nicht richtig geguckt vielleicht? Hallo, Rose. Erzähl. Ah, Sie sind zurück. Warum schauen Sie mich an, als würden Sie was wollen? Ihre Belohnung ist das von mir erhaltene Wissen. Herzlichen Glückwunsch. Ah, scheiß drauf. Egal. Sie können noch mehr Zeug haben, das hier so rumliegt. Oh, cool. Und jetzt? Injektormunition, Sprengköder. Fette Belohnung. Schwarzer Diamant. Aha, der schwarze Diamant. Was ist denn jetzt hier mit dem Typen? Wie ist denn der gestorben? Du hattest da noch Informationen für uns. Hey, ich glaube, ich vertraue Ihnen mittlerweile genug, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten. Meine alten Raider-Kumpels haben ein Versteck mit Schätzen zurückgelassen, als sie verschwanden. Das Problem daran, es ist verschlossen und ich komme nicht rein. Das zweite Problem, niemand hat den anderen genug vertraut, um irgendjemanden den vollständigen Zugang zum Schatz zu gewähren. Ja, wie soll das funktionieren? Wer den Schlüssel hatte, braucht die anderen doch nicht, also. Ist das der Schatz von Appalachia? Klingt, als willst du mich verarschen. Verpiep! Was springt für mich dabei raus? Ist das der Schatz von Appalachia? Auf keinen Fall. Die Legende ist älter als die Bomben, die
wilden Ghule und all das. Dieser Schatz gehörte den Gangs. Allen. Ich weiß nicht mal, was genau der Schatz ist. Ich habe ihn nie gesehen. Aber es lohnt sich sicher. Raiderbeute bis zum Abwinken. Und wie soll das funktionieren? Wer den Schlüssel hatte, brauchte die anderen doch nicht. Also... Also haben sie den Schlüssel aufgeteilt. Jeder Anführer hatte ein Holoband mit seinem persönlichen Passwort. Finden sie alle, dann kann ich sie kombinieren und den Hauptschlüssel anfertigen. Eigentlich ist das alles viel komplizierter, aber das würden sie nicht verstehen. Schauen sie zuerst im Blackwater-Bergwerk nach. Dort haben wir zuletzt von Freddy Lang gehört, der Anführerin der Blackwater-Banditen. Sie hatte da bestimmt ein Terminal. Könnte einen Blick wert sein. Schlüssel, Schlüssel zur Vergangenheit. Erfinde Raider Schlüsselteile. Was war das denn jetzt noch, was wir da alles bekommen haben? Oder eben nicht? Wir gucken so lieber nochmal in unseren Peep-Boy. Das fehlende Glied haben wir noch nicht. Madigan ist tot, ja. Schließe Roses Quest ab, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Haben wir das nicht? Schlüssel der Vergangenheit. Rose hat mir von einem Raider-Versteck voller Schätze erzählt. Der Code wurde in 5 Passwörter auf Holobändern aufgeteilt, die zusammengefügt werden müssen, um den Hauptschlüssel zum Öffnen des Verstecks zu erhalten. Zuerst muss ich nach Hinweisen zum Schlüssel suchen. Zum Schlüssel der Blackwater-Banditen suchen. Und wo ist das auf der Karte? Ah, sie auf dem Terminal im Bergwerk. Im Bergwerk Blackwater nach. Und dann könnten wir gleich den Spind des Bergarbeiters hier öffnen. Und den Whitespring-Bunker können wir noch nicht erkunden, weil uns da die Schlüsselkarte fehlt. Ich weiß nicht, warum uns das immer noch angezeigt wird. Das haben wir doch auch gar nicht ausgewählt. Vielleicht ist das so ein Ding, das immer angezeigt wird. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Aufgabe schon mal für die nächste Folge. Buntstift. Ein Koblings. Los geht's. Da bin ich schon wieder jetzt gezweiteilt. Kurze Gamma-Kanone. Durch die Sachen aus der letzten Folge. Oh, Rosalyn und Davids Ski-Ausflug. Da hören wir mal rein, während wir runtergehen. Ja, gezweiteilt, was das Einkaufen angeht. Denn ich habe so mir überlegt, dass wir die legendären Waffen vielleicht gar nicht mehr so abgeben, sondern selber dort verkaufen. Und zwar für einen günstigen, fairen Preis, weil das Sinn macht. Vielleicht 100 oder so. 100 Kronkorken, naja, oder wer so. Was haben wir denn? Wir haben 1 Stern legendäre Sachen. Und da 100 ist wahrscheinlich schon zu viel. Vielleicht 50, habe ich mir gedacht. Aber das Problem, das ich bei diesen ganzen Sachen habe, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass Leute, die dieses First haben, nochmal. Ich habe ja nichts dagegen. Ich habe jetzt gute Sachen auch davon gekriegt. Also ich habe jetzt auch indirekt dadurch profitiert irgendwo. Aber naja, war ja nicht umsonst. Ja, umsonst ist der Tod. Nichtsdestotrotz, um da endlich mal einen Schluss zu finden und das Holoband abhören zu können. Ich denke, dass die dann vielleicht, die das haben, dann auch abkaufen. Oder irgendwer anders kauft es ab und verkauft es dann für teures Geld. Und kauft es bei mir vielleicht für 20, so ein 3-Sterne, so ein 2-Sterne-Ding. Und verkauft es dann bei sich für 300 oder so. Ja, gut. Kann man sagen, kann ja jeder machen. Kann ja immer so sein. Von nichts kommt nichts. Und recht hätte er damit. Genau, wir werden das trotzdem machen. Aber jetzt hören wir erstmal ins Holoband rein. Wiedergabe. Hey, schalt das aus. Willst du, dass meine Frau davon erfährt? Ach so. Ach komm schon. Ich möchte eine Aufnahme von uns haben. Außerdem wolltest du die alte Hexe doch loswerden, sobald wir zurück sind. Na schön. Aber
Aber du nimmst die Aufnahme mit, wenn wir wieder gehen. Und du musst mir versprechen, dass du sie zerstörst, falls das mit uns rauskommt. Eine Scheidung wäre viel zu teuer. Und Beweise einfach so herumliegen zu lassen, würde alles nur verschlimmern. Sei nicht so ein alter Spielverderber. Ich will ehrlich sein. Dass ich sie nur benutzen will, um meine Ziele zu erreichen, das haben wir schon hinter uns. Vielleicht fange ich sogar an, sie zu mögen. Damit sie nicht denken, dass ihre Freundin Rose sich nachsichtig zeigt, lassen sie mich ihnen eine Sache sagen. Falls sie jemals auf die Idee kommen sollten, mich zu hintergehen, weide ich sie mit dieser Säge hier aus und hänge ihre Gedärme wie Lametta auf. Ist nichts Persönliches. Ich finde die cool. Unser Ziel. Müssen wir jetzt aber auch das Richtige finden. Das hier ist es nicht. Das da auch nicht. Und das muss eins von den Türen sein. Ja, aber warum? Das mit dem... Okay, wir haben da... Über einer Tür ist ein... Wie heißt das? Kein Dreieck. Eins mit mehr Ecken. Ein Mehreck. Nein! Wie heißt das nochmal? Da sind vier Ecken dran. Ein, weiß ich nicht, Zweieck? Nein! Vielleicht ein Viereck. Ja, ein Viereck, genau. Daran hatte ich gedacht. Was habe ich gesagt? Worum ging's? Worüber reden wir denn hier? Über irgendwelche Tieren? Türen mit irgendwelchen Ecken. Türen haben keine Ecken. Die sind doch aus Watte. Oh, so erschöpft. Wir haben Durst. Wir sind die ganze Zeit... Mann, wir haben die ganze Zeit ein Problem, weil wir doch alkoholische Getränke brauchen. So, da geht's uns doch gleich viel besser jetzt. Leider haben wir kein Bier dabei, aber so eine Flasche Bourbon bringt's auch, oder? Na, also. Und jetzt können wir rennen wie die Weltmeister. Oh, sollen wir das Licht auslassen oder anmachen? Oh, ein Baum. Kein Wunder, wir haben auch eine ganze Pulle Bourbon getrunken. Ernte? Was war das Leckeres? Ach, Brombeeren. Oh. Unterwegs kann man ja machen. Wow. Das ist ja krass. Habt ihr das gehört? Ja, das hat man, glaube ich, gehört sogar auf der Aufnahme. Der Nachbar hat gebohrt. Ist das ein Zahnarzt? Nein! Oder doch? Wer weiß. Ich weiß nicht. Vielleicht. Wow. Und das muss immer zur Mittagszeit, immer. Ich weiß nicht, zu anderen Zeiten passiert das nicht. Immer in der Zeit zwischen, es gibt keine Mittagszeit mehr, wurde mir dann gesagt. Ja, aber dann ausgerechnet dann in der Zeit zwischen, 12 und 15 Uhr. Und jetzt haben wir halb 15 Uhr. Und vor allem, was war denn das für ein Geräusch? So laut, das hört sich ja bald an, als wäre das bei mir im Schlafzimmer gewesen. Das habe ich ja noch nie gehört, so laut. Hier im Arbeitszimmer kommt eigentlich sonst von der anderen Seite schon mal was rüber, aber die haben einmal renoviert am Anfang. Oh, ich habe nichts gedrückt. Wieso geht das manchmal auf? Die haben einmal renoviert am Anfang und dann war Ruhe da. Ich glaube, irgendwann hatten sie wohl mal eine Dart. Scheibe oder sowas. Das hat man dann auch hier rüber gehört. Ja, wir haben dünne Wände scheinbar. Da haben sie dann schon mal bis in die Nacht dann Dart gespielt, aber das hat jetzt nicht so gestört. Also mich nicht, aber das hat auch aufgehört, komischerweise. Tja, war vielleicht nur so vorübergehend am Anfang spaßig. Oder die haben die Dartscheibe irgendwo anders hingehängt. Hat sich so angehört. Ich wusste nicht, was das für ein komisches Geräusch ist. Und dann kam das mal, dann war das wieder weg und dann... Haben wir keine 10mm Patronen gekauft? Na super.
Verwesende Maulwurfsratte, oh Mann. Ja, und was war das jetzt für ein lautes Geräusch? Da hat doch keiner gebohrt, um einen Nagel oder was zu machen. Da bohrt man doch ein richtiges Loch. Was war denn das jetzt? Und so laut. Ja, ich würde mal nachgucken im Schlafzimmer. Vielleicht sind sie schon alles raus da. Ach, was soll denn da raus sein? Wenn da einer reinkommt, der ist dann auch froh, dass er wieder raus kann da. Genau wie ich. Andererseits. Na doch. Fernseher habe ich da, Computer habe ich da. Also Fernseher, ja, Monitor, also Computer. So viel Eisen. Warum sind wir so traurig? Hat der Alkohol nachgelassen? So schnell lässt der Alkohol nach. Wir haben noch einen Bourbon. So. Jetzt geht's wieder gut. Hat das hier irgendwer gebaut oder ist das hier irgendwas anderes? Präzisionsscharfschützengewehr. Ich kann es nicht liegen lassen. Ich muss das mitnehmen. Rezept für leckeres Todeskrallenfleisch. Wisst ihr was? Solche Rezepte werden wir auch verkaufen. Die können wir für echt 1 Euro oder so verkaufen. Ja, aber das hatten wir doch, das Thema. Da passt ja nichts rein, weil das alles immer noch auf der Lagerkiste liegt, was wir da verkaufen wollen. Tja, das ist natürlich schade. Mit der Lagerkiste und dass es da drauf liegt. Oh, wir sind ja so gut wie da. Ja, wir sind ja auch schon am Ende der Folge. Dann wären wir mal lieber da oben geblieben, oder? Das scheint mir sicherer zu sein, denn es ist Nacht. Und was habe ich gesagt? In der Nacht möchte ich hier nicht rumlaufen. Jetzt habe ich das Peep-Boy-Licht extra schon angemacht. Damit man überhaupt was sieht. Aber hier oben hängt auch eine Laterne. So, das heißt, ich werde zwischen dieser und der nächsten Aufnahme dann ein bisschen warten. Unsere Lucrezia hat ihre Brille verloren. So. Und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.